Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arkham City. So, wir haben nicht mehr allzu viel zu tun. Ich würde sagen, wir. Ja, wie viel waren es noch? 6 Stück. Wir sammeln uns noch 6 Catwoman-Trophäen ein und dann knöpfen wir uns den Riddler vor. Arkham City. Okay, das war nicht so gut. Na komm schon. Irgendwo hoch hier. Boah, jetzt muss ich erst so einen verdammten Weg It's finden. Catwoman. Das gibt's doch nicht. Mann. Ah, na endlich. Hopp. 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 Sehr schön. Wupp. So, Trophäe Nummer 1 hätten wir. Na los. Gut. Nächste. Hier. Inside Building. Ah, da wo Bane drin ist. Hopp. Keine Männer. Okay. Hätte ja sein können, dass hier wieder welche rumspringen, die mir ins Leder wollen. Mal sehen, vielleicht können wir noch mal mit Bane reden, ob der irgendwas Interessantes zu sagen hat. Get me out of here. It's that kind of attitude that gets you in these kind of situations. If you don't open this door, I'll kill you too. Will you really? See you later, Bane. Hopefully next time you'll know how to talk to a lady. Wäre wirklich nicht klug, wenn's den rauslässt. Okay. Damit hätten wir wieder eine. Nächste. Ein Polizeirevier. Ich will nicht mit den Two-Face-Idioten rumhantieren, nur wegen ihrer Beute. Es reicht, wenn ich schon mit Two-Face selbst zu tun hatte. So, ich glaube, wir müssen dafür hier runter. Und hopp. Hier rein. Und hier rüber klettern. So. Nächste Trophäe. Drei Stück noch, dann wechseln wir wieder zu Bats. Ist die nächste? Hier. So, da hinten, ne? Wahrscheinlich hier unter der Brücke. Alles klar. Schon gefunden. Gut. 2 Stück müssten es noch sein, bis wir soweit sind. Dann können wir uns gleich die holen, die sind ganz nah am nächsten Wechselpunkt.
So. So, da hinten hin. Oh. Etwas längerer Weg, aber vielleicht hätte ich mal ein paar andere noch wählen sollen. Einfach um in der Nähe zu bleiben von dem Wechselpunkt, aber ist egal jetzt. Na komm, hoch da. Ah, das fröhliche Lachen ist noch zu hören. Das war jetzt so nicht geplant, aber. Hopp. Aha, da hinten. Welches habe ich mir jetzt ausgesucht? Das hier. Okay, die könnte unter mir sein. Ah ja. So, wir müssen die drei Plattformen betreten, ohne den Boden zu berühren. Mist! Immer zu weit! Okay. Okay. So, einen hätten wir noch. Und dann können wir uns den Riddler schnappen. Inside Building, das müsste bei Mr. Freeze sein. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ihr könnt mir noch gar nichts. Ja, das hier ist Mr. Freeze Haus, aber ich glaube, ich muss die Typen hier doch erst erledigen. Ich bin hier, du Idiot. Oh, müssen die erst wieder so Millionen Kilometer voneinander entfernt sein? So. Müsste hier drin sein. Ah, da ist er ja. Meine Trophäe müsste hier irgendwo nearby sein. Ah, da ist sie ja. Okay. Jetzt schnell wieder zu Bats wechseln. Klar, wir könnten noch mit Mr. Freeze quatschen, aber naja. Egal. So, Bats. Ah, gleich hinter uns, okay. Hoch da. There's still work to do here in Arkham City. Gut. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen warten, bis. I think I found something that links all the Riddler rooms. It looks like they were all owned by a Mr. Fine. He seems to have acted as some sort of property broker. When was this? Before Arkham City was built. It's a long shot, I know, but he sold one other property 3 months before Arkham opened. There's no record of who to, but I'm sending you the location now. Thanks, Oracle. I'll check it out. Da ist er ja. I remember the
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den Identitätsdieb mir vorknöpfen will, aber naja, mal sehen. Ich weiß es nicht. Nachdem man sozusagen fast alles hier geschafft hat, kommen einen die Tatorte hier nämlich von selbst auf die Karte, statt dass man sie finden muss. Und ob ich das jetzt da noch durchziehen will, naja, hängt von meiner Laune ab. Einfach mal sehen. Schneller. So, wir müssen jetzt hier den Untergrund. Oder zumindest fast. Ein kleiner Sturzflug wird nötig sein. So, whoop. Oh, perfekt. So, hier haben wir den kleinen. Den kleinsten aller kleinen Gauner. Der sich für den größten aller größten hält. Oh oh. Die Tür sollte ich nicht öffnen. Es könnte laut werden. That's right, Worms. Keep walking. You remember how to walk, don't you? Riddler, when I get out of here, I'm gonna hurt you for this. You hear me? Wait. Come now, Mr. Cash. In order to hurt you, you would have to break free from the predicament you currently find yourself in, and attack me in such a way that does not cause me to press this remote detonator, distributing your primitive DNA all over the walls. I'll do it! You'll try. I'll give you that. But I doubt you will succeed without blowing yourself up. Oh, and I'm sure I mentioned the remote detonator I have here. One press, Cash. You ignorant buffoons will be all over the walls. I can walk all night, Riddler. Good. Let's see if you still feel the same. Riddler's attached explosives to his hostages. Yeah. If they stop moving, they'll die. I can't get in their way. Ja, ich muss aus diesem grünen Licht rausbleiben. Okay. Oh. Okay. Den Riddler muss ich von unten ausschalten. Und jetzt habe ich ihn. What? Blöd, Mann. This cannot be happening. Do you really expect me to fall for this dark night? I know you won't kill me. True, but you can't say the same about the others, can you? Get your ass moving, Riddler. You can't tell me what to do. Do I need to press the button? What? No. You'll pay for this, Batman. You sure this thing won't work? No. But there's no point in letting him know that, is there? Ja, schmeckt deine eigene Medizin, Arsch. So ein Drecksack. So. Get out of my way! Der Riddler. Das vierte Tape. Müsste das sein. What are you doing? Dich ärgern. Okay. Jetzt, wo wir den Riddler haben, können wir jetzt raus. Wenn ich den Ausweg schnell finde. Ich glaube. Muss für dich alles ein Spiel sein. Es geht hier nicht um Gewinnen oder Verlieren. Aufgehalten ist aufgehalten. So. Ah, da oben.
Da hätte ich auch irgendwo jetzt die Tür benutzen können, die vorher mit Sprengstoff versehen war, aber... Shut the fuck up. Okay. Riddler ist geschnappt. Es wäre jetzt noch der Identitätsdieb zu fassen, aber ich würde sagen, darauf habe ich irgendwie keine Lust mehr. Das sind nur ein paar Standorte, die er analysiert. Irgendwann kommt er dahinter. Und da ich das jetzt nicht mache, kann ich die Identität ja verraten. Es ist Ash, der sich Gesichtsteile seiner Opfer abschneidet und daraus ein künstliches Bruce Wayne-Gesicht macht. Und Bats kann ihn nicht fassen, sondern Ash entkommt. Er sagt irgendwas von wegen, man sieht sich in der Zukunft oder so, oder irgendwas in der Art. Vielleicht ist das eine Anspielung auf Arkham Knight. Vielleicht kommt er da nochmal zum Vorschein. Aber damit werde ich jetzt das normale Let's Play von Arkham City abschließen. Es ist für mich getan. Na gut, kleine Prügelrunde können wir noch durchziehen. Ah, shit. We'll kill you, Bat. Na, versuch's doch. Hab dir die ganzen 35 Folgen nicht geschafft, warum sollte es jetzt klappen? Okay. Damit verabschiede ich mich erstmal vom normalen Arkham City. Die nächste Folge wird dann schon Harley Quinn's Revenge heißen. Und ich sag nur, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tada!